Ich stehe mit Herrn Lichtentäler hier an der Schutzhütte, Wanderhütte in Siebenborn. Und es wird hier am 3. Oktober etwas steigen. Ja, und zwar die Auftaktveranstaltung zu dem neu gegründeten Förderverein Ferdinands Erlebniswelt. Das ist ein Verein zur Förderung ganzheitlicher Ernährungs- und Naturerlebnisprojekte und dient dazu, in Kindergärten und überwiegend Grundschulen Kinder nachhaltig in Ernährung einzuführen und auch die Natur nahe zu bringen. Und der kleine Mann hier, den Sie mitgebracht haben, ist natürlich dieser Ferdi. Ja, das ist die Symbolfigur. Und wenn die Frau Schweikert, die diese Projekte hält, in die Kindergärten kommt oder in die Grundschulen, dann sind die Kinder ganz glücklich und wollen den Ferdi mal haben. Und wenn sie den mal vergessen hat, dann sagen sie immer, hast du den Ferdi nicht mitgebracht? Also aus dem Ferdinand ist schon lange der Ferdi geworden. Und es geht nicht um eine kurzfristige Aktion, jetzt einmalig, sondern es ist schon was Nachhaltiges, Längerfristiges gedacht dabei? Ja, also dieser 3. Oktober ist ja so eine Auftaktveranstaltung, das ist jetzt nur der eine Tag, aber soll halt aufmerksam machen auf die Arbeit des Fördervereins. Und die Arbeit des Fördervereins ist ausgerichtet darauf, dass nachhaltige Ernährungs- und Erlebnisprojekte, die in der Natur stattfinden, den Kindern nahegebracht werden, sodass sie durch die ganze Kindergartenzeit manchmal vom Ferdi sozusagen verfolgt werden können oder begleitet und auch die ganze Grundschulzeit, wie auch hier in Prey schon geschehen. Also viele Kinder, die jetzt vielleicht Fernsehen schauen, die kennen den Ferdi. Kennen den schon. Ja. Was ist denn konkret an diesem Tag geplant? An diesem Tag wollen wir hier um 10 Uhr starten, hier an der Wanderschutzhütte in Siebenborn, und dann erwartet die Teilnehmer, also groß und klein, ein Parcours, wo sie mit den verschiedensten Themen der Natur konfrontiert werden, wie zum Beispiel an einer Ecke taucht ein Imker auf, der Auskunft geben wird über das Leben der Bienen und über ihre Wichtigkeit, dann an einem anderen Stand irgendwo auf dieser Wegstrecke ist zum Beispiel die Frau Dr. Clemens, eine Apothekerin aus Rehens, die über den Lebensraum Hecke berichten wird und informieren wird. Und an einer anderen Stelle kommt zum Beispiel der Herr Josef Schmidt, der Jagdpächter aus Spey, der hat Tiere des Waldes als Thema. Und der Herr Pfaffenberger hier aus Prey, der hat das Thema Streuobstwiesen, was er den Teilnehmern, also kleinen Kindern und Erwachsenen, nahe bringen wird. Also Altersgruppe egal, ab Kindergarten bis? Ja, vom Kindergarten bis zu Oma und Opa können alle mitmachen. Und sie werden auch zum Beispiel bei einem Parcours, werden sie dem leibhaftigen Ferdinand über den Weg laufen, der ihnen etwas über die Bäume des Waldes erzählen wird. Und eingeladen sind nicht nur die Kinder aus unserer Verbandsgemeinde, sondern es können auch ruhig aus Koblenz und wo immer sie uns zuschauen, Gäste kommen. Aus der ganzen Welt können die Menschen zu uns kommen. Und zwar der Start ist zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Kann also jeder wählen, wann er möchte. Wenn er hier losgeht, hier an der Schutzhütte geht es los. Ist gut ausgeschildert und der Weg ist ungefähr 4 Kilometer lang. Kann von einem normalen, durchschnittlichen Fußgänger in einer Stunde gemacht werden. Allerdings muss man so 2 bis 3 Stunden einrechnen für den gesamten Weg, weil dann ja noch die Informationsstände dazwischen sind mit Aufgaben. Aber natürlich auch spezielle Sachen für die Kinder, damit denen es nicht langweilig wird auf der Strecke. Ist auch eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Also es geht durch Feld, durch Wald, auch fürs Auge sehr abwechslungsreich. Was auch noch zu erwähnen ist, wenn Sie kommen, bringen Sie ruhig festes Schuhwerk mit, damit Sie auch durch die verschiedenen Gelände gehen können. Und wenn Sie am Ziel angelangt sind, erwarten Sie auch ein paar Köstlichkeiten, die Sie hier zu sich nehmen können. Sie können ein paar Köstlichkeiten auch erwerben. Und für die Kinder ist auf jeden Fall abwechslungsreich etwas geboten. Die können was basteln, die können Stockbrot braten über dem Lagerfeuer, sodass für alle was dabei ist. Dann herzlich willkommen
Wir werden mit der Kamera auch dabei sein. Es ist eigentlich so mehr oder weniger das erste Mal, dass wir hier oben in Siebenborn sind. Wir wünschen ein wunderschönes Wetter, so wie heute. Ich muss richtig in die Sonne blinzeln, aber das macht man ja gerne. Die letzten Sonnentage, die wir dieses Jahr haben. Ja, kommen Sie hoch und wir sehen uns.